In diesem Video geht es um die unterschiedlichen Kenwood Money Siever. Wir finden für euch das passende Gerät. Mein Name ist Harald Schäfer, ich bin von Karatec aus Landau und wir zeigen euch hier an unserer Radiowand, welche Geräte es für euch gibt. Aktuell gibt es von Kenwood für uns interessant drei Money Siever: DMX 7722 DRBS, DMX 8021 DRBS und den DMX 9720 XDS. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, welches das richtige Gerät ist. Deswegen versuchen wir das in dem Video mal ein bisschen raus zu kristallisieren. Und wir zeigen euch zusätzlich noch zu diesem großen 10 Zoll Gerät die Alternative mit Navigation und erklären euch, warum das mit Navigation für euch Sinn macht oder eben auch keinen Sinn macht. Fangen wir mit dem preiswertesten dieser vier Geräte an. Das ist das DMX 7722. Brandneues Gerät. Shortbody. Shortbody heißt, dass es eine geringe Einbautiefe hat. Wir haben hier einen Bildschirm von 6,8 Zoll. Ist übrigens ein kapazitiver Bildschirm. Das hat gleich zwei Vorteile. Das eine ist, man braucht einfach nur den Finger auflegen, um was umzuschalten. Muss also nicht mehr drücken wie beim kapazitiven Bildschirm. Und das andere ist, dass hier keine Folie davor liegt und deswegen man ein wesentlich klares, besseres Bild hat als bei Geräten mit resistivem Bildschirm. Resistiv heißt einfach, ich muss richtig fest draufdrücken und kapazitiv ist das, was ihr vom Smartphone kennt, wo man einfach nur den Finger auflegen muss. Alle Geräte, die wir hier in diesem Video zeigen, haben einen kapazitiven Bildschirm. Ja, Vorteil, wie gesagt, ihr kennt das vom Wohnmobil, Sonneneinstrahlung, das ist immer ein Problem. Bei resistiven Geräten hat man häufig das Problem, dass durch diese Folie, die noch davor ist, um diese Touchscreen-Funktionalität zu ermöglichen, einfach zu viel reflektiert. Und da sind kapazitive Geräte klar im Vorteil. Ja, was ist der Unterschied zwischen diesen drei Money Sievern und dieser einen Navigation? Man sieht es hier schon ein bisschen, wir haben eine ganz glatte Front. Das ist natürlich super, super elegant, sieht richtig schick aus. Aber während der Fahrt ist das ein bisschen schwieriger zu bedienen. Das heißt, wir empfehlen grundsätzlich Geräte mit solchen Touch-Tasten für Leute, die ein Fahrzeug haben mit einer Lenkradfernbedienung. Von uns gibt es dann passende Interfaces dafür. Das heißt, wir können an jedes dieser Kenwood-Geräte eure vorhandene Lenkradfernbedienung im Fahrzeug anschließen. Praktisch egal, welches Fahrzeug das ist. Die Geschichte ist einfach, wenn ich während der Fahrt das Radio bedienen will, habe ich hier nur eine große, glatte Fläche, da kann ich nicht wirklich erkennen, ob ich jetzt laut drücke, leise drücke, die Sprachtaste drücke oder was auch immer. Deswegen empfehlen wir das eben in Verbindung mit der Lenkrad-Fernbedienung. Ansonsten hat das Gerät alles, was so ein moderner Money Siever heute haben muss. Natürlich DAB Plus, klar. DAB Plus bringt in der Regel nicht nur einen besseren Klang, sondern auch einfach viel mehr Sender. Das ist unheimlich interessant. Ich höre in meinem Auto eigentlich nur noch DAB Plus, wenn ich Radio höre, weil ich einfach einen Zugriff auf deutlich mehr Sender habe. Dass das einen besseren Klang hat, ist nicht unbedingt zwangsläufig durch DAB. Es gibt Sender, die klingen gut. Meistens sind das die öffentlich-rechtlichen, die eine große Bandbreite haben. Und es gibt eine ganze Reihe von privaten, kleineren Sendern, die sich nur eine kleine Bandbreite leisten. Und deswegen klingt es dann teilweise sogar schlechter als bei UKW, muss man vielleicht dazu wissen. Aber grundsätzlich ist DAB Plus eine super gute Geschichte. Ich habe in dem Gerät drin Apple CarPlay, zeigen wir gleich nochmal beim großen Gerät. Ich habe drin Android Auto. Natürlich kann ich damit telefonieren, entweder über Android Auto oder Apple CarPlay oder über eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die dann natürlich auch drin ist. Was alle Geräte nicht mehr haben, ist ein Laufwerk, weil wofür braucht man doch ein Laufwerk? Ich habe schon seit vielen Jahren keine CDs mehr im Auto und es ist doch wesentlich bequemer, wenn Streaming-Dienstmusik zu hören oder auch von einem USB oder was auch immer, als jetzt Berge von DVDs mitzuschleppen. Also das ist schon mal bei allen Geräten soweit gleich. Was ist der Unterschied vom kleinsten Gerät, eben 6,8 Zoll zu 7 Zoll? Ja, der Bildschirm ist es nicht wirklich von der Größe, das unterscheidet sich ja kaum. Aber bei dem Gerät habe ich eben einmal nur die Sensortasten. Ich habe bei diesem Gerät zwei Kameraeingänge. Und ich habe wesentlich weniger Einstellmöglichkeiten, was das Thema Audio betrifft. Das heißt, wenn ich hier reingehe und auf Setup gehe, dann habe ich hier ein paar Möglichkeiten, den Klang zu beeinflussen. Aber es ist bei weitem jetzt nicht so viel und nicht so übersichtlich gemacht, wie das bei den größeren Geräten der Fall ist, die wir uns gleich anschauen. Insgesamt super gutes Radio.
empfängt gut, klingt gut, funktioniert gut, hat ein super gutes Display. Wie gesagt, für zwei Kameraanschlüsse. Und wenn man jetzt nicht super viel an Audioeinstellungen machen muss, ist man mit diesem Gerät super gut bedient. Wir empfehlen es für alle Kunden, denen sowas völlig genügt. Und natürlich, ich habe es eben gesagt, das Thema Lenkradfernbedienung. Also das Fahrzeug sollte eine Lenkradfernbedienung haben, weil ansonsten die Bedienung nicht so ideal ist. Wenn wir jetzt zum nächstgrößeren Gerät schauen, nicht größer unbedingt in Bezug auf den Bildschirm, sondern größer in Bezug auf den Funktionsumfang, dann sind wir hier beim DMX 8021. Das reiht sich ein in eine Reihe von sehr erfolgreichen Kenwood-Geräten, angefangen DMX 8019, 8020 und jetzt ganz neu das 8021. Das bringt so alles mit, was man von einem gehobenen Kenwood-Gerät kennt. Zum einen, wir haben hier unten Tasten. Das sind in dem Fall keine Sensortasten, sondern sind haptische Tasten. Man hört es, glaube ich, auch ein bisschen jetzt im Video. Wenn ich da drauf drücke, merke ich das und sind noch so kleine Knubbel dran, dass ich ein bisschen fühlen kann, wo ich gerade drauf drücke. Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe eine Kamerataste, das heißt, wenn ich da drauf drücke, habe ich gleich die Rückansicht der Kamera. Das ist beim nächsten Gerät dann auch wieder der Fall. Es ist von der Bedienung eben ein bisschen schicker gemacht als das Gerät, was wir eben hatten. Und in Bezug auf die Audioeinstellungen kann man sich hier nochmal anschauen. Da geht halt einfach ein bisschen mehr. Ich kann ein bisschen mehr einstellen. Ich habe ein bisschen mehr Möglichkeiten hier an Klangeffekten. Das ist sehr übersichtlich gemacht und sehr schön. Und da hat Kenwood wirklich dafür gesorgt, dass das auch gut zu bedienen ist. Und ich kann viele Sachen hier im Klangbereich sehr, sehr einfach bedienen und habe dann wirklich guten Effekt dabei. Laufzeitkorrektur auch sehr einfach. Ich kann jetzt den Klang optimieren nach vorne, rechts, hinten, vorne, links, vorne, rechts und so weiter oder auf alle. Geht bei dem kleineren Gerät auch, aber eben nicht ganz so komfortabel. Was wir hier haben, ist, dass wir Kameraeinstellungen für vier Kameras haben. Das Gerät hat eben bis zu vier Kameraeingänge, das heißt Kamera hinten, klar, Kamera vorne oder eben auch eine Dashcam. Man kann auch eine Kenwood Dashcam mit dem Gerät bedienen, eine dritte Kamera, zum Beispiel eine Unterbodenkamera für ein Grauwasser. Und ich kann sogar bei den AV-Eingang, bei den Adapter dann noch eine vierte Kamera anschließen an das Gerät. Das ist so der wesentliche Unterschied zwischen den kleineren und den größeren Geräten. Ansonsten natürlich Apple CarPlay, Android Auto, alles mit drin. Ein bisschen mehr klangliche Möglichkeiten. Zwischen den beiden Geräten liegen UVP 100 Euro dazwischen. Also wenn jemand ein bisschen mehr Wert legt auf das Thema Audio oder eben mehr Kameras im Fahrzeug benutzen möchte, würden wir das 8021 empfehlen. Ja, das Topgerät von Kenwood im Monteceiver-Bereich heißt DMX 9720 XTS, ist dieses Gerät hier. Das ist einmal natürlich wesentlich größer, 10 Zoll statt 7 Zoll, muss man sich überlegen. Hier in der Diagonale 25 cm sind 10 Zoll und 3 Zoll Unterschied macht 7,5 cm. Das heißt, der kleine Monitor ist dann wirklich nur noch ein Bruchteil von dem. Macht also wirklich sehr, sehr viel in der Größe aus. Ich hoffe, man sieht es auch auf dem Video. Es gibt nämlich noch einen ganz großen Unterschied zwischen den kleineren Geräten und diesem Gerät. Die kleineren haben auch einen super guten Monitor. Man kann wirklich super gut drauf ablesen. Aber dieses Gerät ist ein HD-Monitor. Das heißt, es ist noch mal schärfer, noch mal klarer. Und das ist natürlich umso wichtiger, je größer so ein Monitor wird. Ansonsten, wir haben, wie ich finde, noch mal eine etwas schickere Bedienung bei diesem Gerät. Im Audiobereich habe ich hier noch mehr Möglichkeiten als bei den kleineren. Es ist auch optisch unheimlich gut gemacht, wirklich sehr gut bedienbar. Und was man jetzt, glaube ich, auch sieht, wenn ich drauf tippe, passiert unmittelbar was. Also ich muss gar nicht warten, geht alles sofort bei dem Gerät. Sehr schön und das ist eine echte Besonderheit. Wir kennen sonst kein Gerät im Monteceiver-Bereich, was die Möglichkeit hat, hochauflösende Kameras anzuschließen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, eine HD, in dem Fall tatsächlich eine HD-TVI-Kamera anzuschließen, NTSC-PAL, wie bei den anderen Geräten geht natürlich auch. Und ich habe hier die Möglichkeit, wieder vier Kameras auszuwählen, die ich direkt anwählen kann. Gucken wir uns dann gleich auch nochmal einen Home-Bildschirm an. Und hier kann ich dann einfach auswählen, welche Kamera das ist. Natürlich gibt es für alle Kameras auch noch Hilfslinien, die ich dann einstellen kann und so weiter. Also auch wieder vier Kameras, aber davon eben zwei Kameras im HD-TVI-Standard. Also nochmal eine ganze Ecke schärfer, als das normalerweise der Fall ist. Gucken wir uns mal kurz an, wenn wir hier auf die Kamerataste drücken, sehen wir das. Also hier haben wir jetzt eine HD-TVI-Kamera. Wir sind ja hier bei uns im Showroom. Man kann wirklich alles super gut auch lesen, auch die kleinen Geschichten hier. Zum Vergleich, eine
normale Kamera ist alles ein bisschen matschiger als bei dieser HD-TVI-Kamera. Im Fahrzeug ist der Unterschied noch ein bisschen größer, aber das ist wirklich eine Empfehlung, eine Rückfahrkamera zu haben, wo man einfach mehr drauf sieht. Und das ist aktuell bei allen Geräten, die wir im Programm haben, tatsächlich nur bei diesen zwei Kenwood-Geräten der Fall. Was eine ganz schöne Geschichte ist, ich kann hier bei diesem Gerät so ein Homescreen wählen. Und da kann ich zum Beispiel auch sagen, ich möchte hier eine Voransicht haben für die Kamera. Das heißt, ich kann während der Fahrt permanent hier meine Audioquelle auswählen oder anschauen und auch weiter wählen, vorwärts, rückwärts. Das geht perfekt, habe ein Hintergrundbild und habe hier dann nochmal als kleine Voransicht das Kamerabild. Wenn ich drauf tippe, wird es dann natürlich auch groß. Navigation. Alle Geräte, die wir jetzt gezeigt haben, sind keine Geräte mit einer eingebauten Navigation, sondern hier habe ich die Möglichkeit über Apple CarPlay, in meinem Fall, ich habe ein iPhone, benutze Apple CarPlay, das zu nutzen, was mir hier angeboten wird. Das heißt, Navigation funktioniert hier, wie auch bei den beiden kleineren Geräten, die wir eben gesehen haben, beispielsweise über Apple Karten, über Google Maps oder auch, wenn ich das möchte, über Here We Go, Magic Earth, alle diese Navigations-App werden unterstützt und funktionieren hier. Funktionieren auch über Sprache, wenn ich das möchte. Ich kann hier suchen. Tankstelle zum Beispiel geht natürlich auch super schnell. Hier die Aral-Tankstelle ist ganz in der Nähe. Starten wir und schon habe ich meine Navigation. Man sieht, funktioniert auch sehr schnell. Das ist eine Navigation, die läuft auf meinem Smartphone. Mein Smartphone habe ich vorher verbunden, auch wieder kabellos. Das heißt, hier gibt es keine Kabelverbindung zwischen meinem Smartphone und diesem Gerät. Und ich habe eben die Möglichkeit, hier diese ganzen Navigations-Apps zu nutzen. Kann man sagen, wofür brauche ich dann noch eine Navigation eingebaut im Gerät? Weil, das muss man einfach sagen, Google Maps, Apple Karten funktioniert super gut, weil es einfach extrem aktuell ist. Wenn irgendwo ein Stau ist, Google berechnet mir die beste Route. Das kennt, glaube ich, jeder, der das schon mal benutzt hat, funktioniert ganz prima. Es gibt einen großen Haken bei dieser Google-Navigation, genauso wie bei Apple auch. Das ist nämlich der, dass Google Pkw-Daten berechnet. Das heißt, ich habe keine Fahrzeugdaten für mein Wohnmobil. Mein Wohnmobil wirkt beispielsweise 4,5 Tonnen, ist 3,22 Meter hoch. Und das kann dann schon mal ein Problem sein, weil Google eben darauf keine Rücksicht nimmt. Und das können wir uns gleich dann nochmal im anderen Gerät anschauen, das alle Vorteile dieses Gerätes hat, aber zusätzlich eben auch noch eine schicke Navigation drin hat. Ja, was gibt es sonst zu sagen bei dem Gerät? Alles, was man sich wünschen kann, ist eigentlich drin. Super toller Monitor, Radio, natürlich UKW, wenn man es denn haben möchte, Digitalradio, DAB natürlich drin. Ich kann über Bluetooth streamen, ich habe einen HDMI-Eingang. HDMI-Eingang heißt übrigens beispielsweise auch, wenn ich einen Fire TV Stick nehme oder irgendeinen Android TV Stick, kann ich den direkt mit dem Gerät verbinden und beispielsweise in einem Kastenwagen damit auch Fernsehen. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Wert lege auf einen großen Fernseher, will jetzt keinen Smart-Fernseher von uns beispielsweise einbauen und mir reicht dieser kleinere Bildschirm, kann ich problemlos mit so einem Gerät auch Fernsehen gucken und habe natürlich dann auch den Vorteil, dass ich die Fahrzeuglautsprecher dafür nutzen kann und ein bisschen besseren Sound natürlich habe. Sound ist eh ein Thema bei allen diesen Kenwood-Geräten. Empfehlen wir dringend auch was am Sound im Fahrzeug zu machen. Da bieten sich unsere Plug-and-Play-Soundsysteme an oder eben auch individuelle Lösungen, weil die Geräte einfach viel mehr können, als die Werkslautsprecher überhaupt bieten können. Ja, jetzt habe ich ein Wohnmobil, das ist 4,5 Tonnen oder gar größer, richtig hoch, 3,22 Meter ist mein Wohnmobil beispielsweise hoch. Was mache ich dann? Dann ist Google oder Apple Karten oder was auch immer nicht mehr die richtige Navigation. Und dann gibt es ein Gerät, das genau alles hat, was dieses Gerät hat, dieser Monisive hat, eben auch mit Navigation. Wir sehen es hier oben schon. Das heißt, die Funktion, die ich eben gezeigt habe, im Bereich Audio, im Bereich mit den Kameras, ist alles völlig identisch, aber es kommt eben noch als großer Unterschied eine Garmin-Navigation dazu. Viele von euch werden eine Garmin-Navigation kennen, super einfach zu bedienen. Natürlich auch mit camperspezifischen Daten sind hier hinterlegt. Campingplatz, Wohnmobilplatz, Camperkontakt und die Axi-Daten auch. Gucken wir mal, was Camperkontakt hier zu bieten hat. Wohnmobilstellplatz in der Nähe von München, nehmen wir den hier. Bei Informationen können wir uns dazu noch anschauen, gibt sogar ein paar Bilder und sagen, okay, los, wollen wir uns anschauen und dann berechnet das die Route. Funktioniert hier jetzt nicht, weil wir keine Satelliten in der Halle drin haben, wir haben auch keine
Simulation eingestellt. Wir können uns aber mal die Karte anschauen. Das heißt, ich habe hier eine ganz übersichtliche Karte, habe wirklich eine schnelle Navigation auch drin und kann dann hier alle Daten auch eingeben, die ich für die Navigation brauche. Gucken wir gerade nochmal, Fahrzeugdaten eingeben, aktives Profil bearbeiten, Wohnmobil, 3,5 Tonnen. Da kann ich natürlich auch sagen, ich bearbeite das jetzt und habe hier ein Wohnmobil mit 4,5 Tonnen. Eine Breite 2,35, ja, für ein Ducato passt das. Höhe 2,90 Meter, Länge können wir mal 7,50 Meter eingeben und so weiter. Anzahl der Anhänger 0, speichere das und habe dann eben eine richtige Wohnmobilnavigation. Das Gerät unterscheidet übrigens auch zwischen Wohnmobil- und Lkw-Navigation. Wer so eine Navigation hat, wer das kennt, auf der Autobahn darf ich mit dem Wohnmobil 100 fahren, mit dem Lkw nur 80. Und das kann das Gerät natürlich beispielsweise auch perfekt unterscheiden. Ja, ansonsten alles drin, was das kleine Gerät auch kann. Preisunterschied sind 450 Euro, das kostet die Navigation mehr. Aus meiner Sicht eine klare Empfehlung für alle, die ein Wohnmobil haben, was mehr als 3,5 Tonnen wiegt. Und meine Standardansicht ist diese hier eigentlich. Das heißt, ich habe hier meine Informationen beispielsweise von Radio. Ich habe hier unten das Radio an, gehe dann auf den Homebildschirm, habe hier unten Radio. Kann man hier die Kamera anschauen, hier ist jetzt keine angeschlossen bei uns, habe diesen kleinen Vorbildschirm und habe hier noch eine Navigation. Ihr seht, über diese Geräte gibt es viel zu erzählen. Das waren jetzt nur ein paar Geräte von Kenwood, über die wir uns hier unterhalten haben. Wir haben noch eine Reihe von ganz anderen Marken bei uns im Programm. Wir haben Produkte von Blaupunkt, von Pioneer, von Alpine und von Sony bei uns im Ausstellungsraum für euch vorführbereit. Das können sich Händler bei uns genauso anschauen wie Endverbraucher, unabhängig davon, ob ihr es bei uns kauft oder bei eurem Händler kauft. Wir beraten euch da gerne und das ist genau auch das Stichwort: Beratung tut Not. Es macht keinen Sinn, irgendeine Navigation zu kaufen, weil es irgendjemand anders gut findet, sondern es ist wichtig, die richtige Navigation für euch zu finden. Was wollt ihr? Was habt ihr für ein Smartphone? Das ist eine wichtige Information. Wie navigiert ihr? Bei dem Kenwood Navisiver zum Beispiel habe ich die Möglichkeit, über Google Maps zu navigieren. Das funktioniert aber nur mit dem iPhone. Mit dem Android-Gerät funktioniert das nicht. Das ist gesperrt, weil Google sagt, das ist eine Lkw-Navigation. Da macht Google keinen Sinn, deswegen kann man die gar nicht nutzen. Und das sind Sachen, die man einfach im Vorfeld mal klären sollte. Was erwartet ihr von eurer Navigation, klanglich, von den Ausstattungen und so weiter? Deswegen, wir laden euch ein zu uns nach Landau, am besten vorher einen telefonischen Termin ausmachen und wir beraten euch, sodass ihr die beste Navigation für eure Wünsche auswählen könnt. Unabhängig davon, ob ihr die bei uns kauft oder beim Händler, das spielt keine Rolle. Wir beraten da sehr, sehr gern. Ansonsten freuen wir uns auch über E-Mails an info@caratec.de oder mal bei uns anrufen zur Beratung und wir erklären euch dann auch, welche Kamera dazu perfekt passt und welches Soundsystem. Ich hoffe, das Video war interessant. Lasst uns einen Daumen nach oben hoch, abonniert unseren Kanal und bis bald. Tschüss.